kurz und hoch war gestern. Mercedes pustet der A-Klasse den Mief des Rentnerautos heraus. Die Devise für die Neuauflage lautet: flach und dynamisch. Der kleinste Mercedes wächst in der Länge von 3,88 Meter auf 4,29 Meter, während die Fahrzeughöhe von bislang 1,59 Meter auf künftig 1,43 Meter gekappt wird. Die Breite hingegen legt wenig auf 1,78 Meter zu. Insgesamt liegt die neue A-Klasse von den Maßen her auf Augenhöhe mit dem 1er BMW. Das Motorenangebot reicht bei den Benzinern von 115 PS im A180 über 156 PS im A200 bis zu 211 PS im A250. Merkmal der Otto-Aggregate ist die Kombination von Direkteinspritzung mit Turboaufladung. Wer einen Dieselmotor unter der Haube bevorzugt, hat drei Varianten zur Auswahl: den A180 CDI mit 109 PS, den A200 CDI mit 136 PS sowie den 170 PS starken A220 CDI. Stets serienmäßig ist eine Start-Stopp-Funktion. Geschaltet wird manuell mit 6 Gängen, auf Wunsch ist ein Doppelkupplungsgetriebe mit 7 Gängen erhältlich. Der Kunde hat die Wahl zwischen verschiedenen Fahrwerksabstimmungen, darunter ein optionales Sportfahrwerk mit Direktlenkung. Neben der Basisausstattung können Kunden aus drei Linien namens Urban, Style und AMG Sport wählen. Optisch ist der AMG A am sogenannten Diamantgrill erkennbar, der das Design der A-Klasse-Studie vom Frühjahr 2011 aufgreift. Hinzu kommen dunkle 18 Zoll Leichtmetallfelgen mit 235er Bereifung, rot lackierte Bremssättel sowie rote Akzente im Innenraum. Unter dem Blech gibt es eine von AMG entwickelte Vorderachse und ein entsprechend abgestimmtes Fahrwerk. Erhältlich ist die besondere Ausstattung nur für die Topmotoren A250 und A220 CDI. Zu den Händlern rollt die neue A-Klasse im September 2012.